Wunderschönen guten Tag, Freunde der leichten und ausgewogenen Ernährung und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Salami TV und ich bin einfach nur ein ostdeutscher Ossi mit einem Mordsappetit ständig auf Besuche einer neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man, aber ich habe noch nie einen Wurm gefangen und so. Das ist wahrscheinlich unser Sprichwort. Leute, ich komme gerade aus der Nachtschicht. Da hinten ist Rewe, beste Wahl. Ich gehe jetzt zu Rewe, hol mir ein bisschen Frühstück. Und dann wird ihr Frühstück, Freunde. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr wie immer mit dabei. Bis gleich! So Leute, das Frühstück habe ich hier jetzt auf dem Tisch schön drapiert. Ja, und dann würde ich sagen, holt euch einen Kaffee, holt euch auch was zu essen. Frühstück, Mittag, Abendbrot, whatever. Könnte vielleicht länger dauern, ich weiß es noch nicht. Aber ja, holt euch einen Kaffee zur Not, keine Ahnung. Ja. Ich habe nämlich auch einen Kaffee. So. Freunde, ich habe gesehen, die Geflügelwurst hier, ja, die ist von Wiesenhof, Alter. War da nicht oben ein Skandal irgendwie, Wiesenhof oder so? Keine Ahnung, da, irgendwas war doch mal vor ein paar Jahren da, ne, dass die Tiere irgendwie komisch schlachten oder so. Weiß ich nicht. Was habe ich denn bezahlt? Freunde, haltet euch fest. Ich habe bezahlt für das, was ich eingekauft habe. Also, gut, die Erdnussbutter, die hatte ich noch im Kühlschrank. Da bin ich übrigens letztens auf den Trichter gekommen. Erdnussbutter und dann Marmelade, Freunde. Ein Hochgenuss. Ich habe bezahlt 1987, ja. Gut, da war jetzt noch ein Fahrradschloss mit bei, weil mein Fahrradschloss ist irgendwie verschüttet gegangen. Keine Ahnung. Und ich habe mir noch, also zwei im Rewe-Backshop und zwei Brötchen hier beim Rewe-Bäcker, der ist da mit drin. Ja, der Bäcker, der sitzt da irgendwie mit drin, der Bäcker. Wie gesagt, ich habe mir zwei so eine Brötchen geholt hier. Hör mal. Oh. Knackfrisch, Leute. Knackfrisch. Und die Mitarbeiter im Rewe, die sind irgendwie besonders nett, ja. Also, weiß ich nicht, da hast du halt immer das Gefühl, du kommst nach Hause. Du kommst von der Nachtschicht, gehst zur Reverin und kommst nach Hause. Fehlt nur noch eine Couch. Und dann habe ich hier die gute Kerrygoldbutter. Aber ich Trottel habe die im Kühlschrank gelegt und eigentlich sollte die nicht so hart sein, aber die ist immer, ja, eine andere Butter, wenn du die im Kühlschrank packst und die holst du raus, also ein Toastbrot kannst du vergessen, dass du dir da ein Toastbrot schneidest oder schmierst, weil, weiß ich nicht, die ist ja hart, Junge, da kannst du einen Panzer mit erschlagen. Ja, Junge, Junge. Ja, wie gesagt, die Mitarbeiter sind immer furchtbar nett, furchtbar nett. Kommst da rein und dann guten Morgen. Und dann die Frauen oder Männer, Morgen. So, Morgen. Jo, wir haben ausgeschlafen. Morgen. Wir sind bereit für unseren Arbeitstag, liebe Kunden. Ja, finde ich immer ganz cool so. Genau. Wenn ihr mal in Europa seid, je zu Rewe, beste Wahl. Bernd Döring, Freunde, ihr werdet nicht enttäuscht sein. So. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja, gut. Ja, Wiesenhof. Ja, mein Gott. Aber die kann ich ja nur nicht wegschmeißen. Da hat er bezahlt. Ja. Da hat er bezahlt. Gespannt bin ich auf den Lachs, Freunde. Auf den Lachs bin ich gespannt. Ja. Und hier, Remoulade. Remoulade hat mir meine Oma wieder gegönnt. Ja. Genau, hier. Riechen tut sie eigentlich gut. Zack. Na komm, drei Scheiben. Drei Scheiben machen wir auf. Genau. Harry Hackfleisch würde jetzt sagen, wir müssen ja nicht sparen. Harry, was ist mit dir los? Klar müssen wir alle sparen. Wir müssen den Gürtel alle enger schnallen. Oder meinst du, das Geld wächst auf Bäume? Harry. Harry. Ach übrigens, ich treffe mich heute Nachmittag mit Harry Hackfleisch. Dann wollen wir zu Rewe gehen, weil Harry hat mir erzählt, bei Rewe soll das jetzt schon Weihnachtssachen geben. reichlich spät, würde ich sagen. Oh, Freunde, guckt euch das mal an. Und dann habe ich mir hier noch zwei Eier in der Pfanne gebraten. Hier, ein bisschen Salz drüber. Ein bisschen geräucherter Paprika drüber, Freunde. Oh, gibt nur Spessel wie geräucherter Paprika. Und einige haben mir gefragt, warum sind denn deine Eier immer, warum sind die denn, wo ist denn das Ei jetzt? Warum ist denn das immer so platt und nicht so hoch? Ja. Ich mache das immer so, ich steche das immer ein bisschen ein, das Eigelb, ja, weil, und dann zerlöft es so schön, oh, einfach nur ein Traum. So, und dann, ach so, hier, Alaska Seelachs,
Wer meine Frühstücksvideos kennt, der weiß, das schmeckt eigentlich ganz ordentlich, das schmeckt ganz fantastico. Aber es ist auch sehr salzig, muss ich sagen. Also, das ist sehr, hier mache ich mir immer ein bisschen ruf. Hier, weil G steht für Gönnung, Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? G steht immer für Gönnung. Grüße ihn übrigens raus an meinen Freund Tommy von Tommys Weltkanal. Sag mal, der muss da bald die 1000 Abonnenten knacken, dass er mit mir live hin kann. Aber ich glaube, man kann jetzt auch schon, wenn du unter 1000 Abonnenten hast, kannst du live hin, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. So, dann werde ich hier auch mal ein bisschen verteili-teili machen. Oh, Freunde, eine Nachtschicht noch und dann komme ich Freitag früh aus der Nacht und habe ein schönes, langes Wochenende. Wie gesagt, so muss es sein. So muss es sein. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, bist du hungrig, Freunde, machst du genau das hier, weil G steht für Gönnung. Schmecken lassen, Mahlzeit, Mahlzeit. Juhu. Freunde, ihr müsst bedenken, ich habe die ganze Nacht nicht gefuttert, wo der Kühlschrank da pralle voll ist. Ja? Du könntest da rangehen, du könntest dir ein Drei-Gänge-Menü machen, hier. Aber nein. Ist ja nicht mein Essen. Ist das Essen von den Bewohnern. Freunde, und als ich mir die zwei Körnerbrötchen hier beim Bäcker gekauft habe, wie heißt denn der Bäcker? Tonke? Janke? Weiß ich jetzt nicht. Der bei Rewe drin ist, der Bäcker. Vor mir eine ältere Dame. Ich mag ältere Damen, ich mag junge Damen, ich mag ältere Herren, ich mag junge Herren. Ja. Vor mir eine ältere Dame. Ich hätte gerne zwei so eine Streuselkuchen. Okay. Und dann hätte ich gerne noch, was weiß ich, einen russischen Zopf oder. Okay. Dann überlegt sie, ne, überlegt sie. Und sie so, guckt mich an, ich war genau hinter ihr. Junger Mann, ist doch nicht schlimm, wenn es ein bisschen länger dauert. Ja, ich so, nein, Quatsch, ist doch nicht schlimm. Nee, nein. Freunde, und innerlich kochst du vor Wut. Da denkst du dir, Junge, mach doch Lack hinter dir, die Schlange wird immer länger. Die Schlange wird immer länger. Du bist doch noch nicht das erste Mal einkaufen. Du weißt da schon ungefähr, was da im Sortiment gibt. Aber wir bewahren Kontinenz und sind immer freundlich. Freunde, immer freundlich. Und immer ein Lachen im Gesicht. Obwohl du vor Wut immer an der Decke und zurück. Ey, das schmeckt fantastisch. Hier, Wiesenhof. Wo kommt ein Wiesenhof her? Aus dem Norden irgendwo, ne? Norddeutschland. So wie Norddeutschland. Ist da nicht. Sind die nicht Sponsor von Werder Bremen oder wartet mal? Keine Ahnung. Ja, schmeckt schon. Aber wenn man bedenkt, wie die Hühner da über Kopf hängen und dann Kopf ab und alles und dann werden sie geruppt und gefedert und geteert und. Gar nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. So Leute. Dann habe ich mir hier immer Lachs geholt. Ich habe mir heute richtig den Gönner-Mini gemacht. Der hat, was hat denn der gekostet? 4, 5 Euro? Ja. Pures Grün. Das ist auch hier so papiermäßig. Ja, das soll es suggerieren. Das sind alles mit natürlichen Dingen zu gehen, alles, die Lachse, die wurden mit der Angel gefangen in so einem Bachfluss und alles. Ja, nee, das ist ja auch Quatsch. Ich hab mal gehört. Freunde, haltet euch fest, setzt euch bitte hin. Ich hab mal gehört, so ein Zuchtlachs soll einer der ungesündesten Lebensmittel sein. Bitte sagt, dass es nicht stimmt. Bitte sagt, dass es nicht stimmt. Ja. Oh. Schön geräucherter Lachs. Junge, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Da mache ich mir auch gleich ein Brötchen von.
kein Tuch da. Doch, hier. Hier ist ein Schwamm. Kommt denn der her? Hm. Deutet es so ein bisschen schwül. Ich schwitze schon wieder wie ein Schwein. Und die Balkontür hält immer zu. Von der rechten Prise. Hm. Junge, der Lappen bleibt offen. Das ist schon wieder zu. Ja, aber wenn man bedenkt, die älteren Leute beim Bäcker oder an der Kasse, wir werden auch nicht jünger, Freunde. Wir werden auch nicht jünger. Nee. Mm-mm. Was schneide ich das Brötchen noch? Was ich vom Bäcker habe? Leute, ich habe übrigens meine Diät. Naja, gut, Diät ist es ja nicht. Diäten bringen eigentlich nicht viel in der Regel. Eine Ernährungsumstellung ist da schon angebrachter, wie so eine Diät. Ja, ich habe die am 2. Mai gestartet. Jetzt haben wir den 31. August. Ich bin mit 123 Kilo gestartet. Und jetzt habe ich, heute Morgen habe ich mich auf der Waage gestellt, jetzt gerade eben vor dem Video. Jetzt habe ich 111,7. Junge, nicht schlecht, wa? Congratulations, Salami. Ich weiß nicht. Guck doch mal Videos von vor 2-3 Monate und dann sagt mal, ob man, weil ich habe mal gehört, wer abnimmt, das sieht man als erstes im Gesicht. So, ach so, hier auch Remoulade. Ist eigentlich zu schade, um den Lachs mit Remoulade zu ertränken, oder? Ach, ich esse den einfach so, Freunde. Hier, schönes Lachsbrötchen. Oh, wow. Schön geräuchert. Ich verstehe die Menschen nicht. Jo, doch, eine kann ich verstehen, die nicht so viel Geld im Geldbeutel haben. Aber ich verstehe Leute nicht, die arbeiten gehen und sagen dann trotzdem, das ist mir zu teuer, ich gucke auf den Preis. Junge Bruder, wofür isst du denn arbeiten? Du musst dir doch mal was gönnen. Gut, jeden Tag esse ich das jetzt auch nicht, aber ich esse das ab und an mal. Na, ach denn hier, guck mal hier. Ein richtig geiler Schinken, ein Rauchkäse. Ja, schöne Räucher hier mit Schinkenstücke drin. Ich glaube, das sind Fake-Schinkenstücke, aber ist mir ruhig. Genau. Vor allen Dingen, du musst wirklich eine Ernährungsumstellung machen. Ihr habt ja gesehen, ich esse auch. Ich habe auch viel Pizza reviewed und so. Und die Stuffed Crust Pizza, die Turtles Pizza, die Mario Pizza. Junge, da ist so viel Schrott drin und Geschmacksverstärker und E-Stoffe, ne? Die machen den Körper nur fett. In der DDR, habe ich glaube ich schon mal erzählt, da wohnen die Schweine in der Schweinemast. Die haben auch so ein, wie heißt denn das, so ein Zusatzfutter gekriegt. Auch so eine Art Geschmacksverstärker gekriegt, dass die schneller dick und fett werden, die Schweine. Ist wirklich wahr. Ich habe mir letztens einen Suppenhuhn gekauft, habe ich im Topf gekocht, bisschen weich war, habe es rausgenommen, habe das von den Knochen befreite Fleisch. Dann hast du ja eine schöne Brühe, schon eine Grundbrühe. Lorbeerblatt mit drin geknallt, ein bisschen Reis mit drin, das ist dann in der Brühe schon, der Reis ist in der Brühe gekocht. Ein paar Erbsen drin. Was noch? Na, irgendwas noch, das war wie ein Hühnerfrikassee so. Aber ohne Geschmacksverstärker, ohne irgendwelchen Dreck und irgendwelchen Scheiß, ja. Ja, und das merkt sich der Körper eben, ja. Der Körper dankt dir denn irgendwo. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, weil ich habe immer Streit mit Harry Hackfleisch. Ich kaufe dir seit Jahren Zero-Getränke. Und Zero-Getränke machen fett. Richtig? Zero-Getränke sind gefährlich. Und Zero-Getränke sind. Ja, ist nicht gut für den Körper. Ist nicht gut für den Körper, Freunde.
Ich trinke nur H2O. Jahrelang, da könnt ihr jeden fragen. Jahrelang. Oh, Saskia, hallo. Leute, wir haben ja gesagt, wie Saskia aussieht, der kriegt 1000 Euro von mir. Ah, hier sind auch Geschmacksverstärker drin, ich weiß. Hier sind welche drin. Überall hier, hier Zucker, hier. Nee, hier nicht. Warum schreiben die ruft veganes Erdnussmus? Ich gehe davon aus, dass Erdnussmus vegan ist. Wir brauchen sie nicht extra aufschreiben. Und das bin Quatsch. Naja, keine Ahnung. Mmh. Oh, was salzig. Extrem salzig. Ey Leute, das gibt nichts Besseres wie frische Brötchen, oder? Frische Brötchen vom Bäcker. Rewe macht um 6 Uhr auf, sind die Brötchen richtig schön warm. Warm, flauschig, alles. Na. Ja. Und was mir noch aufregt, muss ich so sagen. Wenn die Leute mit ihren Hunden gehen, ich habe nicht den Hunde, ich habe nicht den Hundebesitzerfreunde. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin kein Tierhasser, ich bin auch kein Menschenhasser. Ich liebe Menschen und ich liebe Tiere. Aber wenn die Leute mit ihren Hunden gehen, und du kommst damit Fahrrad an, ja, oder du löst an den Menschen vorbei, der gerade mit seinem Hund spazieren geht, ja. Und es gibt ja jetzt diese, nein, das gibt es schon ewig, diese Leinen hier mit einem Griff dran. Ich glaube, die gehen 5, 6 Meter oder so, also richtig lang. Und die Hundebesitzer sehen dich schon ankommen, ja? Die sehen dich schon vor Welten ankommen. Dann ist doch das Erste, dass ich den Hund an mir wieder zurückziehe, ja? Nein, die lassen die Leine 5 Meter so sein und so. Die ziehen da ja nicht zurück, die Leine. Da denke ich mir, du Bastard. Nimm doch deinen Hund zurück, Mann. Ich stolper da über diese scheiß Leine und bin dann, hab einen Arbeitsunfall und kann dann nicht arbeiten und hab einen Ausfall. Und das ist scheiße, ja. Nein, die lassen die Leine so lang. Warum? Warum? Warum machen denn die Leute das? Ich verstehe das nicht. Das ist mir zu hoch. Junge, ich... Und dann bin ich immer so schnell auf 180, ja, und ich weiß nicht warum, aber das, sowas nervt. Das muss man doch sehen schon, dass da, wenn da einer kommt und der Hund blockiert mit der Leine, na gut, da ist ja der Hund nicht dran schuld, da ist ja der Hundebesitzer dran schuld, ja. Ja, aber ja, ist so wie es ist, Mann. Und damit die alten Scheißebeutel immer, boah, die könnte ich nicht hier den Beutel aufheben. Mhm. Hm. Ey, stellt euch mal vor, uns besuchen Außerirdische. Verrückte Idee. Und die sehen, wie das Frauchen mit dem Hund spazieren geht. Und der Mensch trägt die Scheiße vom Hund in den Beutel und schmeißt einen Papierkorb. Da sagen die Außerirdischen, Alter, was ist denn das für eine Welt? Hier wollen wir nicht länger sein. Also das für eine Welt, da trägt der Mensch vom Tier die Scheiße hinterher. Ist das eine verrückte Welt. Komm Scotty, mir wie Mühe ab. Mm. Und Leute, weil mir letztens einige gefragt haben, ich weiß nicht warum, was mein Lieblingsparfüm ist. Ich hab das mal hier. Erstens. Trommelwirbel. Erstens hier. Quatsch. Das 1 Million. Oh. Ja, das ist abgedroschen ohne Ende, aber das riecht immer noch. Ja. Hol ich mal manchmal bei Douglas und den hält das ein Jahr. Und mein absolutes Lieblingsparfüm ist Deutsche und Gabbana, pure Home oder pure Home. Keine Ahnung.
Oh. Oh. Holt euch das mal, Freunde. Das kriegt ja jede Frau mit rum. Kriegt ja jede Frau mit rum. Na ja, gut. Das wird an dieser Stelle auch schon gewesen sein, Freunde. Ich hoffe, ihr habt mit mir mitgegessen. Oder mitgetrunken. Ja. Das wollte ich jetzt ohne als Kombi machen, aber ich bin irgendwie einfach schon satt. Ja. Gut. Alles klar. Dann danke ich euch fürs Zusehen, Leute. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mein Name ist Salami TV. Ihr wisst Bescheid. Klingelingeling.